Dragon Fist Goku und Hildegard sind auf der globalen Version von Dragon Ball Z Dokkan Battle erschienen und ihr wolltet auf jeden Fall Summons zu ihnen sehen. Nun, bei Dragon Fist Goku bin ich auf jeden Fall dabei, aber Hildegard schmeißt mir beiseite. Denn ich habe Hildegard bereits auf der japanischen Version und ihr wisst ja, wie Hildi im letzten Video mal wieder performt hat. Ich begrüße euch recht herzlich zu den heutigen Summons für Dragon Fist Goku. Falls ihr gesummt habt, sei es für Goku oder Hildegard, lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr gepullt habt, falls ihr noch summonen werdet. Wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Glück. Wir gehen mal sofort rein, ohne Wenn und Aber. Fokus hier an der Stelle für mich ist natürlich auf der globalen Version definitiv Dragon Fist Goku. Wenn ich ihn ziehe, wäre ich äußerst zufrieden. Von den anderen Chars brauche ich eigentlich kaum was tatsächlich. Also Dragon Fist Goku ist der Fokus. Ich habe ihn auf der japanischen Version damals nicht gezogen. Dementsprechend nur her mit ihm. Kann ich ihn schön testen, gucken, wie er sich so macht etc. Aber falls ihr euch halt fragt, ob man hier summen sollte und oder nicht, ich habe ja dazu, bevor die Banner erschienen sind, ein Bevor du Summons Video rausgehauen und bin da näher drauf eingegangen. Mehr oder weniger hat sich da nicht viel geändert. Dragon Fist Goku auf jeden Fall ein starker Charakter, ein sehr starker Terror-Char, definitiv Hildegard auch sehr gut. Aber das Ding mit Dragon Fist Goku ist speziell, sobald das Jubiläum auf Global anfängt und die Jubiläumscharaktere erscheinen, ist halt die Sache, dass man Dragon Fist Goku nicht wirklich so oft spielt in ihren Setups. Hildegard dagegen kann man schon mitnehmen im Setup von Broly. Apropos Broly, Dragon Fist Goku ist tatsächlich in seinem Full Power Leader Skill. Beide sind Saiyajins und wir Saiyajins haben nicht nur einen langen Schwanz. Wow, woran hast du denn gedacht? Sondern nun auch den ersten Holy Energy in doppelter Länge und damit auch Menge. Der Grapefruit Giraffe ist der erste XL-Tab von Holy Energy mit 100 statt 50 Portionen inklusive extra langem Löffel. Er überzeugt mit einem intensiven Fruchtgeschmack und ist wie jedes Produkt von Holy ohne Zucker als auch ohne Taurin. Das heißt, du hast natürliches Koffein für einen extra langen Fokus, ohne dabei nervös zu werden. Und zusätzlich hat eine 500 Milliliter Portion unter 20 Kalorien reichlich Vitamine, sodass du dir den Holy Energy Giraffen auf jeden Fall nicht entgehen lassen darfst. Denn er ist streng limitiert und damit nur für kurze Zeit erhältlich, aber da auch Holy Energy mit ihren Produkten bei uns in der Community auf jeden Fall immer sehr gut ankommt. Mach auf jeden Fall auch du dir selbst einen Eindruck und check die Probierpacks aus. Spare mit meinem Code OSERU5 dabei einmalig 5 Euro und mit meinem Code OSERU sparst du permanente 10%. Dementsprechend, falls du die alle Produkte abchecken möchtest, so sind die Codes als auch die Links in der Beschreibung und wir machen nun weiter mit dem Video. Okay, let's go. Weiter machen wir mit dem zweiten Mulli. Ja, okay, wäre schön, wenn wir vielleicht von Animation her trotzdem mal ein bisschen Spannung bekommen. Ich sag's mal so, wenn ihr den vergünstigten Durchlauf mitnehmen wollt bei Dragon Fist Goku, könnt ihr das auf jeden Fall machen. Und ich muss echt aufpassen vor meinen Versprechern im heutigen Video, ey. Was ist denn da los? Geisteskrank, ey, auch vorhin mit Jubiläum und gerade mit Goku auch. Jedenfalls, ist jetzt nicht so, als würde man Goku trotzdem nicht spielen können, wenn die Jubiläumscharaktere erscheinen. Nein, dem ist nicht so. Natürlich, wenn ihr Lust auf ihn habt, boom, könnt ihr schon auf jeden Fall Team City bauen, so ist nicht. Ist halt die Sache so, was dann in Zukunft ändern wird, sobald die Versionen synchron werden, nämlich diesen Sommer tatsächlich. Das liegt halt daran, dass wenn manche Charaktere wirklich so ein halbes Jahr zuvor auf JP erscheinen und dann so ein halbes Jahr später zu einem festen Datum auf Global erscheinen, dann hat sich das Spiel halt schon ein bisschen bewegt und neue Events, neue Schwierigkeitsstufen etc. sind erschienen, sodass die Charaktere halt nicht zu ihrem Global Release so stark sind wie zu ihrem JP Release. Das war zum Beispiel mit Tanabata Full Power Goku der Fall. Das ist halt so ein bisschen so ein kleiner Downfall, was ich so ein bisschen schade finde, aber wie gesagt, das wird es ja mit der Synchro bei der Version dann im Sommer ändern. Da wird ja fortan dann der Schedule, Charakter Release alles gleich sein. Und gerade da ist aber wirklich wichtig, beziehungsweise interessant als auch wichtig, wie Global das machen will bezüglich der Tanabata Celebration. Weil die Tanabata Celebration ist in Japan im 7. Monat, Juli, das ist ein fester Zeitraum. Und Global muss das halt irgendwie schon davor raushauen, weil, also der Plan ist ja im Sommer das Ganze zu synchronisieren und im Sommer, Juli, ist halt auf Global das Jubiläum. Können wir irgendwelche Animationen bekommen bitte? Und auf AJP ist der Tanabata Celebration Monat Juli, dann ist Mitte August, Ende August Worldwide auf beiden Versionen. Und ich denke, mit oder nach der Worldwide sollten die Versionen halt synchron sein. Da ist jetzt die Sache, wie machen sie das mit Tanabata auf Global? Deswegen bleibt es mal spannend, ob das vorgezogen wird eventuell, ob
das irgendwie mit Golden Week auf beiden Versionen Ende April vermischt wird oder Mai mit dem Goku Day etc. Sie könnten auch, das ist mir letztens wirklich so eingefallen im Stream, sie könnten sich auch dazu entscheiden, dass sie dieses Jahr die Tanabata Celebration von JP verschieben, nämlich auf das Datum vom Global, weil Global feiert Tanabata eigentlich. Ich hätte mir vielleicht Tickets holen sollen, bevor ich dann im normalen Durchlauf rein bin. Aber wir haben ein Dokkan-Fest. Weil, wo war ich stehen geblieben? Nein, wir bekommen noch Tickets zum Summon. Damn, jetzt war ich im Redefluss. Wir haben ein Dokkan-Fest, okay. Egal, wenn es Goku ist, habe ich noch Tickets raus und gut ist. Global, also wenn JP ihr Tanabata verschiebt, dieses Jahr auf November, Dezember, und Global das dann auch dort feiert, Pycorn, dann würde das funktionieren zum Beispiel. Worauf ich im Endeffekt hinaus will, ist, es wird halt interessant zu sehen sein, was in der nächsten Zeit geht, bis hin zum Jubiläum auf Global. Und deswegen würde ich nicht all meine Stones verbuttern, in Goku oder... Ja! I'm stronger this time. Ja! Da musste ich ihn kurz trash-talken, den Amigo. Oder runterreden. Da würde ich nicht einmal eine Stones verbraten in Goku oder Hildegard. Das sind nämlich beides keine Must-Haves. Würde ich auf jeden Fall bedacht mit meinen Stones umgehen. Perfekt. Perfekt. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video soweit gefallen hat. Als auch ein Abo auf dem Kanal, falls ihr die zukünftigen Videos nicht verpassen wollt. Und auf jeden Fall Goku testen und wieder zu ihm raushauen. Ich habe den Multi rausgeholt. Ich werde ihn auf gar keinen Fall beenden, weil ich habe ihn. Ich wollte nur ihn und gut ist. Welchem Vergünstigten hätte ich ihn beendet, aber das sind jetzt normal 50 Stones pro Multi. Und ich habe hier noch diese Tickets. Die hauen wir auf jeden Fall noch raus. Und gucken mal, was wir da ziehen. Jo, wir haben noch ein Feature. Aber mit dem Goku... Wir haben ein Feature. Bin ich durchaus... Oh mein Gott, yes. Das war so wichtig mit Goku. Nice, Alter. Das sind die einfach so... trocken gedroppt ist, nehme ich so an. Imagine noch einer. Pycorn, dein Ernst? Pycorn into Goku, wie gerade eben? Big Dreams. Ah, da hat's Pycorn nochmal spannend gemacht, sag ich mal. Hey, das hat mir echt gefallen. Das hat mir wirklich gefallen. Ich bin gerade am überlegen, ob ich noch sneaky die käuflichen Tickets raushauen soll. Komm, die günstigen Packs gingen auf jeden Fall klar. Ich will da mal nicht geiern, weil viele von euch wollten die Sums sehen. Ich war am überlegen, ob ich überhaupt reingehen soll oder nicht. Auch wenn ich Goku auf JP nicht hatte, habe ich... Oh, wir haben noch ein Feature. Okay, wir haben noch ein Dokkan-Fest. Also ja, aber viele von euch hatten wirklich Interesse dran. Also die Nachfrage war da, deswegen dachte ich, komm, hauen wir das raus. Und ich wollte jetzt einfach nicht geiern oder... ja. Dass wir noch ein paar Summons haben, sag ich mal, zum Ende des Videos. Nichtsdestotrotz, richtig geil, dass der Amigo gedroppt ist. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zusehen, für all euren Support. Vielen lieben Dank, Amigos. Habe mich sehr drauf geschaut auf Global, wenn das Jubiläum, oder bis hin zum Jubiläum, was da auf jeden Fall geht, auch mit dem Jubiläum wird es oder so eskalieren. Jubiläum Part 1 gehe ich auf jeden Fall auf Gogeta, weil ich ihn nicht hatte, oder nicht gezogen habe auf JP, und dann auf jeden Fall auch versuchen, da Beast Gohan zu ziehen. Und oder Gammas, weil ich die auch nicht gepult habe. Puh, welche Dokkan-Fest kommt zum Schluss? Halt deine Klappe. Einfach Pan. Oh mein Gott. Okay, ja, Pan kann... Pan kann geschenkt bleiben. Ja, auch noch... Ja, die Singles habe ich auch raus, weil ich hätte also oder so nicht weiter summon, etc. Hash ein Sing-Summon, falls ihr irgendwo noch mitpullen wollt. Lasst uns die Singles gemeinsam raushauen. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück. Boah, krass, ey. Also ich habe ja da auszusehen vorhin den Multi da rausgehauen. Aber den habe ich gebraucht, ne, glaube ich. Weil sonst wäre ich nur bei 9 Tickets hängen geblieben. Deswegen konnte ich Multi raus und da war dann Goku drin. Ey, Hammer. Rank fürs Goku. Ich bin echt drauf gespannt, wie er performen wird, Mann. Wirklich, weil den habe ich nicht gezogen, etc. Hildegard ist gut, finde ich nice, definitiv. Klar, ist ein bisschen irgendwo ein Meme, wenn er halt mal nicht dort statt tut, seh. Aber auf Drankfist Goku's Performance bin ich echt gespannt. Ich meine, so oder so jetzt auf Global wird auf jeden Fall gut funktionieren. Aber dann in Zukunft auch, wie er sich so machen wird, wenn die Jubiläums-Events kommen. Da bin ich echt drauf gespannt. Puh. Geil.
Also, one last single. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit Pult. Hash, ein Sing Some, Group Some Time. Zum Ende des Videos. 3, 2, 1. Go. Ah, okay. Es laufen, dass Vegito kommt. Die Vegito-Animation. Ah, okay. Super Saiyan 1. Okay, alles gut. Alles gut, Boys und Girls. Lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Peace.